Clipline Studios. Papa's Bakeria. Und damit herzlich willkommen hier auf dem Kanal der Captain Shift. Ich bin Captain Yamato und begrüße euch recht herzlich hier zu einem neuen Teil von Papa's. Papa's Bakeria in diesem Fall. Ich habe schon. Ich mache ja mal kurz die Musik aus. Ich beobachte Flipline Studios schon eine ganze Weile und ich finde ja die Spiele immer ganz interessant. Ich werde halt wieder 3 Folgen draus machen und euch mal einen kleinen Einblick in die Geschichte der Backkunst zu gewähren. Also, würde ich sagen, legen wir auch direkt los, oder? Also, Start, let's play. Genau, dann werden wir erstmal einen Empty Slot, den ersten natürlich. Wir stellen uns natürlich einen eigenen. Ist ja logisch. So, dann gucken wir nochmal schön, ob wir hier was wir hier Schönes haben an. Ah ja, okay, es gibt ein paar neue Frisuren. Wir nehmen natürlich die hier. Und das ist der Yamato. Kann ich hier noch seines Zeichens eigentlich? Captain. Na so, Captain Yamato. Und machen wir jetzt ein Bärtchen natürlich, weil es ist allseits bekannt, dass ein guter Bäcker auch einen guten Bart haben muss. Sowas? Oh Gott, sieht es viel Auswahl. Oder? Will ich mir so ein. Der Auswahl. Das hier, das ist perfekt. Das ist doch perfekt. Nee, okay, lassen wir das so. Herr Kader, machen wir. Nee. So. Mundhöhe. Ja. Yeah. Was geht ab, Leute? Ich mach die Musik doch mal wieder an. Ein bisschen lame. So. Kopfgröße. Nee, lassen wir so. Wie Giraffenhals, Mann. Augenhöhe. Gewicht. Okay. Ja gut, das ist ja. Das ist Blödsinn. Okay, den Mund erkennt man eh nicht. Habe ich einen Bart vor? Augen. Nein, kein böser Blick. Man ist schon hier so ein bisschen verwirrt. Oh ja, Augenbrauen. Augenbrauenfetzen. Nee, nichts mit Schminke. Gott, sind das viele. Ist das auch noch Schminke? Nee, ich brauche keine Schminke. So, ganz normal. Extras. Nee, wir brauchen keine Extras. Okay, so, dann hätten wir das doch schon mal. Dann machen wir. Starten wir das direkt mal. Ja, zulassen ist okay. Dance Studio, Chose Your Dream Job, Bookstore, Beauty Saloon, Clothing, Videogames, Captain Yamatos Traumjob, Videogames, Now Hiring, Apply. Aber ich dachte, wir sollen noch backen. Okay, thank you. Yes! Wing Wing! Job, check! Wir haben den Job, Leute. Ich glaube zumindest, dass wir den Job haben. Oder er denkt bestimmt, wir haben den Job. Ah, wie er sich freut. Nein, ist geschlossen. Nein! Was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir keinen Job mehr. Aber wenn das nicht Papas ist, guck mal, der Haie. Er stellt auch ein in seinem Backshop. Ich bin begeistert. Und deswegen ordentlich viel Kohle. Ich habe wohl keine andere Wahl. So, dann gucken wir nochmal. Ja, der Backshop ist offen. Welcome to Papa's Bakeria. Let's start with training. Okay, wir nehmen erstmal die Bestellung auf. Das ist ja so wie in jedem Teil. Oh Gott, ist das kompliziert. Was ist das? Was soll ich hier machen? Building Station. Okay. Serve a cream cooked crust. For a pie direct, ja, okay, wir sollen jetzt den Rand auswählen quasi, ja, oder den Boden. Wie viel Pecans? Mit Nüssen? Okay. Achso, ach, komplett. So, es hat so komplett mit Erdnüssen, haben wir das jetzt mit Nüssen gefüllt. Okay, dann müssen wir jetzt, Rented Crust on top, okay. Das müssen wir jetzt einfach rüber machen. So, schön. Ofen. Bakeman Reach the Error, okay. Alles klar.
Wait until the bake meter reads the error. Okay, hier können wir das backen. Sehr schön. Das weiß ich schon mal Bescheid. Aber was ist das hier? Das habe ich noch nicht verstanden. Okay, können wir... Soweit fertig? Ach, Topping Station. Okay. Ah, die möchte ich ein bisschen Karamellsoße. Über den ganzen. Über... Komplett. Ach so, so. Wants to banana slice. In the outer ring of the pie. Ah ja, okay. Das kriegen wir hin. Nur im äußeren Ring. Oh Gott, ey, das ist ja... Das ist ja eine Arbeit hier. Was die alles für extra Wünsche haben, ne? Nur so einen Kuchen hier zu machen. Bitteschön. So, das bin ich ja mal gespannt. Wie schmeckt dir der Bananenkuchen? Yay! 98%! Wahnsinn, ich bin begeistert. Naja, dann gucken wir. Okay, den letzten machen wir jetzt selber. Komm schon. Gib mir den Geld, Mann. Okay, aber irgendwelche Tomaten und Äpfel und Gedöns. Alles klar. Dann nehmen wir erstmal, das mit den Rand kriegen wir hin. Okay. Dann will er erstmal Kirschen. Zur Hälfte Kirschen. Oh, zu viel. Den Rest Äpfel. Okay. Dann will er das da drauf haben. Einfach nur so Crumbles oder was? Das ist dumm, Mann. So. Okay. Dann will er auf den ganzen... Ne, dann müssen wir erst noch backen, das Ganze schön hier. Mmm, das wird ein lecker, lecker Kuchen. Mit Kirschapfelkuchen mit, was soll das sein? Streusel? Ich glaube Streusel. Mmm, wunderschön. Gucken wir an. Lecker, lecker, lecker. Dankeschön. Weiter geht's. Topping Station. Dann möchte er hier auch so schön die Karamellsoße drauf haben. So. Perfekt. Hier ein bisschen hier. Und der möchte ein bisschen Sahne im inneren Kreis. Ein bisschen geschlagene Sahne hier im inneren Kreis. Oder im mittleren Kreis. Na, das ist doch... Besser könnte ich den Kuchen gar nicht machen. Der sieht wunderbar aus. Fertig. Ja, bitteschön. Na denn. 98 Punkte. Es läuft. Spitzenmäßig, ey. Klasse. Prozent. Super. Super, weiter geht's, weiter geht's. Und jetzt können wir den Minigames machen. Wir haben 3 Tickets. Burgerzilla. Klar, ich will ja irgendwas für meinen Dings haben. Okay. Oh. Und die Spiele sind ja. Da sind keine, machen so keinen Unterschied. Die Spiele sind genau gleich. Ja? 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 Ich hoffe, es stört euch nicht, dass die Maus zu sehen ist. Na, komm schon. Fall nicht um, Turm. Fall nicht um. Oh. Nee, vorhin die letzten 3 Schichten, wie widerlich. Cherry Poster. Spiel noch ein bisschen Burgerzilla. Ja klar, wir spielen noch ein bisschen Burgerzilla. Komm schon, komm schon. Oh, wird schneller. Auf keinen Fall, wir haben noch keinen. Der Käse ist ja lecker. Dieser Burger wird super. Das wird der beste Burger der Welt. Noch mehr Tomaten. Oh, ich brauche noch viel mehr Tomaten. Und noch ein bisschen mehr Käse. Und noch mehr Tomaten. Ja, super. Ah, Gurke. Nein, die Zwiebel. Komm schon. Das war unfair. Oh, ein T-Shirt gewonnen. Nein, das reicht. Das heben wir uns den nächsten Tag auf. Vielleicht schaffen wir das ja nicht nochmal. Montag. Klopf's. Ja, neues T-Shirt erstmal an. Buddy ist klar. Ja, Brillen. Ja, warum Brillen? Visit Shop. Ah ja. Genau, wir holen uns erstmal eine Klingel, damit wir erstmal die Leute hören. Wir können nochmal dekorieren. Genau, da haben wir hier das schöne Wallpaper. Dr. Jerry. Sehr schön.
Dann haben diese Leute es gleich schöner, wenn sie auf uns warten. Weiter geht's, nächster Tag. Ja, Werbung, yay!